Wie kriegen wir die? Ach, da, mit Iron Plates. Okay, das ist easy. So, so, sie Sau. So, haben wir davon genug. Jetzt kann ich den Barrel bauen. Teil Fluid Import. Barrel, zack. Rezept, dies, das. Aus, die Maus, Mickey Maus. Jetzt fehlt aber unserem Tiny Fluid Input nichts mehr, oder? So schnell geht das. Ob wir das verbessern später, können wir dann mal gucken. Eine Katze, miau, miau, miau. Oh nein, Machine Circuit. Circuit. Mach mal weiter Wind, Katze, mach weiter Wind. Du bist aber ein lebender Ventilator. Was? Sie ist mein lebender Ventilator. Ich brauche einen lebenden Ventilator. Ich. So, Maschinen. So, ach, guck mal, haben wir auch noch. Fies. So, was fehlt uns denn jetzt? Jetzt fehlt uns nur noch eine, was ich halt nicht so ganz verstehe. Ich kann Dekonstruktor, Circuit Fabricator oder Electric Kompressor reinpacken. Oder ist es davon abhängig, was ich damit mache? Mal sehen, wie heißt das Ding nochmal? Hydraulikpresse. Vor allem muss ich doch, ich entscheide doch selber, was ich damit machen möchte, oder nicht? Soll ja eine Presse werden. Elektrikkompressor, würde ich sagen, kommt da rein. Es ist egal. Warum? Weil es egal ist. Na dann, wenn das so egal ist. Mach das rein, was dir besser passt. Das, was ich hier stehen habe. Den Elektrikkompressor. Easy. Brauch ich gar nicht lange drüber nachdenken. So, jetzt erzähl mir mal, wie ich die Modularmaschine aufbaue. Gibt's da auch eine Hilfe für? Du könntest, wenn du bei dem Blueprint reinklickst, auf das rechts unten auf das Viereck klicken. Ja. Dann siehst du die Layer, wenn du hochgehst, wenn du die Pfeile siehst, kannst du zwischen den Layern wechseln. Toll, ne? Ja, wunderbar. Mhm. Dankeschön. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe zu wenig Machine Casings, weil irgendwie einer im System gelandet ist. Aber gut. Hallo, das geht doch nicht. Reinforced, 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 reinforced. Allen vier Ecken nur Liebe drin stecken. So, da ziehe ich alles raus und hab's so zusammen. 2, 3, 4, 4 normale. Überleg gerade. Und da kommt der Energy Input. Überleg gerade. Hast du schon eine Idee, wie du das Lubrikant machst? Nein, überhaupt gar nicht. Das werde ich danach machen.
Wir haben noch ein wenig Lubrikant. Ja, aber ein wenig ist ja zu wenig. Reicht für das, was du bauen willst. Bis zum Modpack-Ende? 1, 2, 3, 4, 5 Casings auf den Ecken. Also was heißt auf den Ecken? Mal rechnen. Es sind 295 Buckets. Und du brauchst pro Item nur 50 Buckets. Müsste sich ausgehen. Na, wenn du das sagst. Warum passiert? Warum tötest du mich? Sowas. Es war keine Absicht. Hä? Wie, es war keine Absicht? Es war keine Absicht. Wie kann ein Tod von mir keine Absicht von dir sein? Ah, indem man auf den Block über dir oder unter dir zielt, dann dich trifft. So geht das. Das brauche ich nicht. Da kann ich zumachen. Einmal mit Profis. Ich bin Profi. Nein, du bist ein Unfugmacher. Ach, please. So, was machen wir hier unten noch? Fluid brauchen wir da noch. Fluid Input. Hä, hatte ich doch schon. Wo hab ich den hingetan? Hab ich den nicht gebaut? Oder hab ich ihn verloren? Wegen Shanks. Ja, hab ich weggeschmissen. Hab ich ihn in Lava geschmissen. Glaube ich auch bald. Komm. Du blödes Ding. Fluid. Hab ich ihn jetzt. Mir fehlt uns der. So, ach da. Und ein Casing fehlte noch. Da ist es nämlich drin. So. Ach, Stück für Stück zum Autocrafting. Weil die roten, bei den roten geht sich's nicht mehr aus. Stück für Stück zum Crafting Glück. Genau. Oder einfach Balui mobben. Viermal die Ecken oder nein. Balui mobben. Balui töten ist unter Todesstrafe untersagt. Ich habe immer noch zu wenig von denen. Verdammt, ich habe nichts, was dich nicht tötet. Oh, noch einen. Hey, hier fehlt was. Irgendwo muss der Maschinencontroller an der Maschine. Oh Gott, Balui. Maschinencontroller kommt da. Ah, ja, nee. Doch. Nein. Doch. Hier. Da kommt ein normaler hin. Du hast noch einen Block. Gib ihn. Danke. Danke fürs an die falscheste Stelle aller Zeiten stellen. Einzige Chance, wo du es hättest falsch stellen können. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, ich bin... Schöne Farbe, oder? Mhm. So, und jetzt bepower sie und mach tolle Inputs dran. Jetzt brauche ich nur noch, weil ich keine Lust mehr habe. Strom ist da, ja, ist da. Denke ich. Denkst ist da das No Matching Recipe found, Was heißt das jetzt?
Das heißt, es hat keine Items, mit dem es ein Rezept machen kann. Aha, okay. Also das ist normaler Standby-Modus sozusagen. Ja. Gut. Die hat Output, Fluid Input, Input. Passt doch, sieht doch toll aus, auch wenn es ja hier hässlich steht. Erstmal froh, wenn sie läuft. Kann die eine direkt eine Chest ausgeben? Ja, kann sie. Nein, kann sie nicht. Also der Input hat vier Plätze. Der Output und der Input. Hä? Wie muss ich mir das vorstellen? Kann er in eine Kiste, die ich direkt daneben stelle, die Items reinschmeißen? Ich glaube nicht. Sondern? Mit einem Item-Sucker? Könnte es doch einfach als Translocator dran stellen. Oder gleich in seinem E-Outputten. Der Translocator zieht es doch direkt ins ME. Nee, warte, das ist der Import, brauche ich doch. Irgendwann. Aber du baust dann alles schön, oder, Baloo? Wenn ich Zeit finde. Das heißt mal. Hast du noch da unten ME-Kabel? Nö. Dann haben wir keine Dance-Kabel mehr, deswegen musst du Wolle farmen. Oder Sugarcane, weil Wolle haben wir etwas. Du nervst. Warum nerv ich? Weiß genau, warum du nervst. Ach, deswegen nervig. Hahaha. Tun wir wieder so, als wenn wir von nichts wüssten. Und die Kabel bitte nicht benutzen. Bis da hinten. Danke. Das hat denn einen Grund, Baloo? Dagegen kannst du jetzt nichts sagen. Du musst mich doch nicht immer gleich töten. Doch, wenn ich sage nicht benutzen, dann benutzt du sie nicht. Aber ich hatte schon dafür alles hochgeholt. Du kannst mir doch nicht erst dann, wenn ich schon alles fertig gemacht habe, sagen, dass ich sie nicht benutzen darf. Und warum ploppt dein Grab auf, wenn ich auf deinem Grab shifte? Weil das normal ist. Ah. Was? Wenn das das ist... Nein, nein, wir haben... Ich bin glücklich. Deswegen. Ich hab alles, was ich will. Was hast du mir geklaut? Das. Oh Mann. Gib mir erstmal mein ganzes Zeug wieder. Da, da. Da 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 da. Meine Rüstung, meine, dass ich fliegen kann. Ah, das ist deine Rüstung. Ups. Einmal mit Profis. Ich bin Profi, mehr. Ja, ja, Profi im Töten. Warum darf ich denn jetzt hier die Leitung nicht nehmen? Wir sind schon zu sehr belastet. Wie es aussieht schon, ja. Hab ich dir denn? Ja, hab ich. Mal gucken. Dance, Dance, Dark. Wie viel kriegt das Dance drauf? Null, würde ich sagen. Nee, das glaube ich dir jetzt irgendwie nicht. Nee, drei. Er hat es aktualisiert. Drei. Und warum hätte ich da hinten die Presse nicht benutzen dürfen? Weil wenn du das da ganze hinten... Weil ich das gleich von Anfang an mit Dance haben will, damit ich die Kabel nicht... Ja, dann leg doch direkt in Dance. Bis da hinten. Ja. Ja, dann nimm die Dance. Bau doch, du hast die Dance-Kabel doch. Ich hab keine Dance-Kabel. Hm. Ja, ich sag doch, wir haben keine mehr. Du musst schon auch zuhören, Baloo. Dieses Pack, ne? Zumindest habe ich jetzt einen Baloo-Kopf.
ist der erste Kopf von dem Spieler, den ich dem Projekt habe. Das heißt, du brauchst erst Covered Cable, richtig? Mit weißer Wolle. Ja, und vergiss nicht blau. Welche Farbe war das? Blau? Ja, die mach ich doch ganz zum Ende, oder nicht? Blau. Die Farbe. Ja, die Farbe machst du ganz zum Ende, aber färb sie bitte nicht falsch, weil umfärben ist echt nervig. Ach ja, und zum Färben brauchst du 8 Dance-Kabel. Ja, das krieg ich wohl hin. Hoffen wir es mal. Ich hol dir ein bisschen Zucker rum, damit du das besser machen kannst. Ja, ja. So, Dance. If you change your mind. Dance-Kabel, Dance-Kabel. Dann machen wir erstmal ein Dance-Covered-Kabel. Hier, 4 ME-Covered-Kabel ergeben ein Dance-Covered-Kabel. Ja. Schönes Rezept. So. Damit haben wir ein. Das einzige Problem, was du hast, ist die Wolle. Dance-Covered-Kabel. Da sind dann mehrere Adern drin. Das Dance-Covered-Cable, hui. Machen wir erstmal das Smart-Cable. Auch nicht so schwierig. So, und dann. Machen wir den Lapis Baluhi. Da haben wir den blauen Kabel. Bitte. Hä? Du speicherst wirklich die Farbe auch als Autocrafting? Ja. Okay. Wenn du meinst. Habe ich jetzt gemacht, also. Ich lösche später wieder raus. So, was fehlt uns für Dings? Fehlt Wolle, wusstest du schon? Ach nee, wusste ich nicht. Aber habe ich dir nur vor 2-10 Sekunden oder so gesagt. Wofür brauche ich denn Zuckerrohr? Für die Wolle-Teile. Damit du Wolle graphen kannst. Ach so. Die Wicker. Kann ich die craften? Überlege irgendwie die ganze Zeit, ob die Smelter, die Schmelze das sein soll oder doch lieber der Dings nur mit einem Dropper. Was würdest du benutzen? Wie würdest du jetzt Wolle aus Zuckerrohr machen? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Die Wicker sind aus Zuckerrohr. Ach, die Block of Wicker. Ach, du ahnst es nicht. Tja. Okay, das heißt, wir brauchen erst dieses Rezept. Das und dann dieses. Interessante Technik. So. Eine witzige Idee ist es allemal. Hä, aber du brauchst ja auch dann die. Die White Fleece. Ja, die können wir nicht autografen, die musst du halt immer wieder farmen. Außerdem haben wir 600 Stück White Fleece. Ist auch nicht viel, ne? Ist es auch nicht. Haben wir eine automatisierte Mob-Farm? Nö. Wie funktioniert das denn im Nether? Da haben wir doch eine Mob-Farm, oder nicht? Ja, aber die ist nicht an, weil wir dafür Essenz brauchen und ein Mob produziert nicht genug Essenz, um sich selbst neu zu spawnen. Ja, toll, ne? Ah, ja. Ich verstehe dein Problem. Also im Spawn werden wir dann nur Ghasts. Aber wir wollen Spinnen. Was mit den Spinnen? Wir haben keine Spinnen. Na gut. Uns 741 Zuckerrohr fehlen mir noch.
könntest jetzt irgendwo hingehen und Zuckerrohrfarben geben. Nein, das muss automatisiert werden. Shanks, das muss alles automatisiert. Ach du Scheiße, haben wir viel Zuckerrohr. Ach du heilige Scheiße, hat null viel Zuckerrohr. Wir müssen sein Ding ans ME-System anschließen. Nee. Warum nicht? Können wir ihn einmal ausrauben, ohne dass er es mitkriegt? Ja, wir rauben Null aus. Dafür wirst du dann von Null gehauen. Ganz tolle. Der hat 640 mal 460. Ja, wir müssen das hier anschließen, Shanks. Was? Aber wenn wir das hier anschließen, ich will doch jetzt nicht das ganze Zuckerrohr übertragen. Musst du es auch nicht übertragen. Oh, jetzt auch nicht. Pack's direkt ins System. Erntet er das automatisch ab, oder? Wie ja, kommt das? Er hat eine Garden Cloche oben. Immer noch dafür? Weil hier kommt nicht nach. No, der hat die Garden Cloches geändert. Nein, da ist... Ja, wahrscheinlich war ihm die zu voll. Machen wir es halt leer, dann muss er es wieder anschließen. Ich hasse Nudeln. Warum? Wieso macht er sowas? Was hat er gemacht? Okay. Gott, nein. Was hat er gemacht? Hilfe. Warum? Jetzt spann mich nicht so auf die Folter. Komm, jetzt du musst hoch, schon ja. Hochkommen, wenn du es sehen willst. Komm jetzt auch. Ich habe keine Flöcke zum Zubauen. Was hat er gemacht? Nichts. 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 Da oben sind noch mehr Löwen. Ach, Shanks. Was ist denn das? Er hat irgendwas gebastelt. Hast du es immer noch nicht erkannt? Nö. Guck mal von der Richtung. Ich sehe es immer noch nicht. Erkannt? Nein. Also es ist nicht fertig, aber zieh mal deine Rüstung aus. Bin das ich als Statue oder was? Ja. Aha. In etwa. Nur ein bisschen er chiselt heller. Mich. Ach du Scheiße, der darf viel mit Arbeit. Ach du Kacke. Na, der arme Kerl. Das hat cool. Aber lange gedauert. Ja, das kann sein. Du kennst deinen eigenen Skin nicht. Oh nein. Gott. Nicht so gut auf jeden Fall. Ich sehe ihn meistens nicht von außen, weißt du? So, jetzt müsste das ja hier theoretisch mal klappen, ne? So. Ja. Dann Autocrafting und go. Kann ich irgendwo. Gibt es nicht irgendwo einen Crafting Status Monitor oder so ein Kram? Du könntest auf den Hammer da oben rechts klicken und dann siehst du es. Zack, 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 zack. Fertig. Wie viel Kabel brauchst du eigentlich? Ein paar. Ich habe hier 18. Ja, dann bringen die 18 runter, auch wenn das irgendwie unlogisch klingt. Es waren noch zwei im System. Das klingt schon eher. Nein, das klingt nicht. Hast du jetzt noch mal welche gecraftet? Ja. Warum nicht? Genug. Wie viele? Es kann muss immer 8 auf einmal. Ja, ich weiß. Aber das ist ja blau nicht nur einmal benutzen, du kannst es ja auch öfters benutzen. Musst nur ich dann... kann es öfters benutzen, aber ich muss achten, dass ich nicht zu viele davon crafte, weil ich die nicht ewig brauche. Ich kann nämlich nicht so viel. Würdest du jetzt bitte, wenn ich mir schon die Mühe mache, das zu automatisieren, erstmal meine Seite verkabeln, du Arsch? Wieso sollte ich? Erstmal meine Seite. So, passt. Frech. Einfach nur frech. Was heißt hier frech? Du bist frech. Heißt das? Nein, ich mache einfach nur das, was gerade ein bisschen passt. Mhm, was dir am besten passt, genau. Ja, eben. Es ist nicht frech, das ist einfach so. Und Hallo Nudel. Das müsste passen. Hallo Zero ab. Jetzt gehe ich da mit dem normalen Smart Cable erstmal weiter, oder was? Denke mal.
hätte runtergehen sollen, eins. Das ist nicht toll für Permafrost. Ja, egal. Riecht aber kaputt. So, hier ist der Input. Das heißt, hier kommt das Interface ran. So, und hier ist das Output. Hier kommt der Importbus dran. Hey. Gut, ne? Hast du toll gemacht. Ja, ich lerne auch dazu. Ja, und beim Fluid brauche ich ja nichts anschließen, weil du sagst, das müssen wir eh von Hand machen. Das heißt, wir machen mit dem Tank da dran. Ich kann das Fluid mal holen. Kann ich das jetzt hier irgendwie umbenennen? Ich würde das irgendwie, das hier muss ja jetzt einen Namen geben. Dass das hier diese Maschine ist, dass das die Hydraulikpresse ist, oder nicht? Nee, musst du nicht. Du könntest jetzt ins Pattern Terminal, glaube ich, heißt das. Da Ding. Kann ich das umbenennen? Nee, da kannst du jetzt nachgucken, wie das Ding heißt. Okay. Bin ich jetzt hingeflogen? Das ganz linke müsste es sein. Ja, ja, ich weiß. Schreibt mich gerade, ob es irgendwas mit Input heißt oder ob es. Small Item Input heißt es. Wow. Toller ja, Name. Passt doch. Es gibt nur ein Small Item ja, Input. Ja. Aber was, wenn ich mehr Modularmaschinen hinstellen muss? Aber egal. Dann schaust du einfach nur darauf, was du in den Small Item Input eingestellt hast. Ja, ja, schon okay. Hast du Fluid jetzt geholt? Nee, ich bin in die falsche Richtung geflogen. Aha. Wenn man mit der redet, wird man sehr schnell verwirrt, weißt du. Ey! Was Tag ist eigentlich heute, verdammt. Wieder. Breiter, oder? Ja, Zero, Zero. Zero Harp. Willst du mir mit Z ausgesprochen werden? Zero Harp. Besser so, Zero Harp. Blob. Blob. Hab ich da Klaus untergepackt? So, das müsste passen. Hab ich toll gemacht. So, jetzt kannst du beginnen. Ja, Zero. Spricht man nicht Zero aus? 3, 2, 1, Zero. Ach ja, du musst ja noch das Rezept. Ja, Zero, haben. Zero Harp. Ja, dafür muss ich jetzt. Fangen wir erstmal an mit der Rocket. Also. Rocket Tier 10. Endlich kann ich drüber nachdenken, wie man jetzt die Plates macht. Fangen wir einfach mit Tier 1 Plates an. Ganz simpel. Das wäre eine gute Idee, ja. Braucht, ja. Da müssen wir jetzt hier an. Ich habe so das Gefühl. Ja. Wir ändern das nochmal. Was? Das Modular-Maschinen-Ding. Warum? Weil du dabei ein Problem nicht bedacht hast. Es sind mehr als 9 Crafting-Rezepte. Ja, es sind 10. Ich glaube, es sind sogar mehr als 10, wenn du nochmal nachrechnen würdest. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11, 12, 13, 4. Aber was können wir daran ändern? Schließ eine Kiste dran an, daran kannst du mehr Interfaces dran anschließen. Oder du schließt einfach. Doch, wir machen es einfach so. Wie machst du es jetzt? Das Praktische ist, das Ding ist an einer Ecke, das heißt, es ist an zwei Seiten offen. Ah. Das bedeutet, du kannst das Interface an zwei Seiten machen. Blob, blob. Magie. Magie. Hallo? Stil? Blob, blob. Blob, blob. Wir werden jetzt erstmal gucken, ob überhaupt irgendwas davon geht. Compressed Alu, Compressed Steel, Compressed Bronze. Ich bin so gespannt.
Hallo Coco. So gespannt. Ich bin gespannt, ob du, das du hast ein Rezept vergessen, Baloo. Du hast, nein, du hast sogar zwei Rezepte. Oh Gott, nein, sogar drei Rezepte. Komm zum Punkt. Wie machst du Kompress Alu? Wie machst du Kompress Silber? Ja, auch da mit dem Ding. Copper. Solltest du das nicht vorher einspeichern? Ah, ist egal. Ja, kannst du halt nichts craften ohne die drei Sachen. Ich habe ja noch welche. Weißt, was ich meine. Ja, ja. Sorry, hab vergessen. Kommt zwei bei rum. Kack. So. Ich mach's einfach so. Blob, blob. Hat halt verloren. Kein Zugriff auf alles. Ist auch egal, was in dieser Linie ist. Fiese Geschichte. Naja, ich baue sie toll, damit man nicht so viel Covered Cable, Covered Teile verballern muss, dass die Performance kacke wird. Verstehst du bist kacke. Kann sie einfach meine Sachen kacke nennen. Ich hab nur... Wer hat das blaue Kabel verlegt? Ja, du. Eben. Jetzt verstehe ich nicht, auf was du hinaus willst. Shanks hasst mich sehr. Sehr hasst Nein, ihn. Ich hasse ihn doch nicht. Ich hasse Nein, dich doch nicht. Du doch nicht. Nein, ich doch nicht. Hat irgendwer aufgehört zu streamen oder warum hat sich meine Zuschauerzahl auf einmal verdoppelt? Ja, Nudel hat aufgehört zu streamen. Das ist der Grund. Das sehe ich genauso. Fies, das geht sich nicht aus. Warum geht sich das nicht aus? Warum nicht? Hab ich die weggelegt? Nee, hab ich doch nicht weggelegt. Ach, ich hab sie nicht weggelegt. Was hast du getan? Ich hab nicht genug blaue Kabel. Dein Ernst? Und ich dachte schon, ich hätte zu viel gecraftet. Ich dachte auch, du hast es zu viel gecraftet. Bisschen waren auch noch so viele, irgendwie an der Ecke so viele verprasst. Außer ich mach an der Stelle noch so und so und so. So, dann habe ich noch eins. Ach nee, ich habe doch nicht so viele verprasst. Ich hatte noch zwei übrig. Okay. So, geht das jetzt? Kann ich hier die Kabel, die Dings, Small Input Cable läuft? Nee. Noch nicht, warte noch kurz. Blub, 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 blub. Passt, müsste laufen. Müsste nur noch gerade ein bisschen kurz. Ja, bis das System das erkannt hat. Das System nicht mehr so dämlich ist. So. Hat's erkannt. Voll. So. So gemacht. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Heavy Duty Plate. Stellen wir mal welche. Leider habe ich schon 7. Ich habe schon 40. Wir brauchen mal 47. Ich werde nur 7 Stück noch bestellen. Schade. So. Wow. Okay, ich muss mir das angucken. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Ah, ich hänge. Prozess. Prozess. Müssten immer. Woher weiß ich denn, ob er die richtigen Sachen da reingibt und nicht irgendwas vermischt? Du kannst in den Output reingucken. Hä? Oh ne, er macht nichts mehr. Ne, ist ja auch fertig. Aha. Der Output, der Input und. Also eigentlich Output, Inputs haben immer ein Interface. Aber okay. Das Ding selbst hat keins. Schade, dass die Dinger man selber nicht. Naja. Hallo Nisch! Okay, das war jetzt relativ simpel. Jetzt wollen wir mal die Tier 2 Sachen herstellen. Tier 2 Teile, die Heavy Duty Plate Tier 2. Da brauchen wir dieses Compressed Meteoric Iron. Du hast nur ein Problem. Nein, habe ich nicht. Daran. Doch, du hast ein Problem an der kompletten Automatisierung. Erzähl. Die ganzen Erze bekommst du nicht automatisch. Ja, das ist klar. Das ist jetzt nichts Neues. Ja, ich weiß, ich wollte es nur erwähnen. Das muss ich dann halt einspeisen, aber so viele brauchen wir auch nicht davon.
Nur das, was wir dann halt brauchen, ja, ich muss es halt, oder ich stelle auf jedem Planeten so einen Autominer hin und fertig. Ja, das ist... Überall Chunks geloadet. Sehr performant. Ja, wir haben eh schon, glaube ich, zu viele Chunks geloadet. Aber das nein. Der Server stirbt eh nicht die ganze Zeit in der Konsole. Nein, nein. Ach nee, alles gut, Chunks. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Ich schenke es. So, jetzt das hier. Compressed Metroid Iron und Heavy Duty Plate. Also eine hiervon. Ich bin richtig stolz auf unseren neuen Nether. Weil wenn man reingeht, könnte man sterben, weil man die ganze Zeit Schaden bekommt, wenn der wieder getötet wird. Pff, super. Kann man ja stolz drauf sein. Unbedingt. Hm? Ach, es ist schon 20.55 Uhr. Was ist? Oh, schon spät, du hast recht. Ah. Geht doch nicht. Ich habe auch überlegt, ob wir unsere Drawers nicht mit Quantum Storages auswechseln, aber dann hatte ich doch keine Lust darauf. Ist zu viel Arbeit, ne? Nee, eigentlich nicht. Hallo, David Simon. Irgendwie sieht das da unten so schön aus, da will ich das Ding nicht ändern. Wie Sie sehen, ist es ein bisschen eskaliert heute, vielleicht schon wieder. Was ist denn eskaliert? Wobei eigentlich ist nur Alpengletscher eskaliert, wie immer. Noch gar nicht. Ach, das meinst du mit eskaliert. Ich sehe wieder aus wie ein Straßenclown. Das meine ich mit eskaliert. Ach, toll. Mhm. Compressed Dash ist 2 Dash Ingots ergeben 4 Compressed Dash. Ich wollte das jetzt nur noch so eine Clownsnase. Aber die unbedingt. Könnten wir das sehr lieb, sehr schnell schicken. Nether Wards. Das ist das Compressed Dash. Und jetzt macht das Metall dafür automatisieren. Heavy Duty und Compressed Dash. Das hatte ich doch gerade schon. Ich muss immer hinter Bolli aufräumen lassen. Warum? Weil ich jetzt die Energiekabel schön verlegen muss. Ja, aber ich bin ja nur weil du mir nicht die Chance gibst, das zu machen. Wollten wir nicht schön bauen? Ja, ich sag ja, du gibst mir nicht die Chance dazu. Darum baut man gleich, wenn man was macht, schön und macht nicht irgendwie ganz hässliche Kabel und dann erst. Klar. Glaub, so ist aber, Ich automatisiere jetzt einfach weiter die Schmelzen. Die Dinger sind eh fertig. So, Tier 4. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Mercury und Carbon. ME Storage, ME Interface, ME 2 Ingots ergeben 2 Mercury. Mist, das ist aber fies bei den Dingern. Mercury. Oh ne, wir haben nichts mehr. What? Hä? Ich hab kein... Das ist noch alles oben, oder? Das war das, wo ich das erste Mal das Zeug hier benutzt habe. Die Frage. Dachte ich. So, jetzt habe ich das. Da bin ich jetzt hier fertig. Ich dachte, ich hatte doch Mercury besorgt. Fertig. Kann sein, dass du schon verbraucht hast. Oder es ist drüben. Ist das seltsam? Blop, blop, blop. Blop, blop, blop. Blop, blop, blop. Blop, blop, blop. Ich hätte dich schon wieder fast getötet. Ach ja. Bei Interfaces. Ich habe keine Ahnung, was Mercury sind. Mercury. Ja, Nur am Jammern, dieser Baldui. Ja, weiß ich. Weil das ist halt nicht so leicht zu besorgen. War es nicht eben in den Drawn? Dann meinst du, Teufel Samen? Komm, wir gucken nochmal.
Nope. Nee. Computer sagt nein. Nein, nein, haben wir nicht. Ich muss erst wieder zum Mond und alles umstellen. Fiese Geschichte. Auf Pluto, steht das Ding nicht auf Pluto? Ja, steht halt jetzt ganz woanders wieder. Oh, deswegen sage ich das ja. Iron, Copper, Carbon haben wir noch. Aber das werde ich nicht mehr heute machen. Ich denke, ich bin für heute erstmal durch. Wenn jetzt was fehlt, dann muss ich das beim nächsten Mal weitermachen. Das ist halt sehr viel, bis diese Raketen automatisiert sind, aber ich freue mich darauf. Wir haben heute einen großen Schritt in die Richtung gemacht, finde ich. Alleine, dass wir halt diese Multiblock-Structure fertig gemacht haben. Und wir haben einiges automatisiert heute, einige verschiedene Items. Und wir haben ja hier auch noch eine Stanze, die ich noch reingepackt habe. Die kann ich auch noch mit automatisieren, wenn wir sie öfters brauchen. Das kommt auch. Das und das. Ja. Also ich denke, wir haben ein bisschen was geschafft. Ich bin ein bisschen stolz darauf, was wir hier so geschafft haben. Ist schon ganz cool, alle Blue Fox. Und wir haben auch hier den Automated Engineers Workbench. Den können wir vielleicht auch irgendwann noch integrieren, wenn es soweit ist. Vielleicht brauchen wir davon auch noch ein paar mehr, genau wie von dem hier, von dem Stanze. Aber das weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Das werden wir mit der Zeit sehen. Ja, cool. Okay. Ich fuchse mich da so langsam rein in diese Automatisierung. Ich freue mich darauf, wenn es beim nächsten Mal weitergeht. Ihr könnt das gerne dann, die Tage weiter gucken. Da gucken, machen wir auf jeden Fall weiter. Ich mache jetzt erstmal Feier mit Stream. Wie gesagt, es war heute ein sehr anstrengender Tag. Ich bin sehr, sehr müde. Weil die Woche war nicht die beste. Durch die Hitze und so habe ich sehr wenig geschlafen. Ja, und ich, es macht keinen Sinn, weiter zu streamen, wenn man müde ist oder so. Dann habt ihr auch keinen Spaß dran. Ich danke trotzdem, ich danke auch Shanks fürs Dasein und dem Chat für die Interaktion, für die Spenden, für die Subs. Danke für eure Follows und wenn ihr keinen Stream mehr verpassen wollt, dann drückt doch super gerne auf das Herz, dann kriegt ihr immer direkte Info, wenn ich weiter streame. Und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Ich danke euch jetzt fürs dabei sein und wir gucken mal, zu wem wir euch schicken. Wer ist denn von meinen normalen... Alter, kein Wunder, heute streamen ja 1000 Millionen Leute und alle Last of Us. Gibt's denn wenigstens jemanden, der etwas Ähnliches macht? Klim spielt Minecraft, Katze streamt WoW. Ja, ja, ich könnte euch zu Klim, ich könnte euch zu Sparky schicken oder so. Der macht auch ein bisschen was mit Modpacks. Ah komm, ich schicke euch zu Klim. Ich wünsche euch da viel Spaß. So, Kanal raiden. Wo ist Klim? Klim. Begrüßt den Klim mal lieber, lieb, ganz lieb alle mit einem Feurio, ja. Vergesst das Feurio nicht. Wie gesagt, Dankeschön für euren Stream, fürs dabei sein. Dankeschön an alle. Macht's gut und bleibt schön feurig. Und Feurio bei Klim. Tschüss.